Angehend die Bushido-Affäre und sein Lied Stress ohne Grund aus 2013 kann die Zensur der deutschen Justiz den Mann erstens nicht mal verklagen für etwas unter die Gesetze der Vereinigten Staaten und das erste Amendment veröffentlicht worden ist, da wo die YouTube-Server in San Bruno, Kalifornien stehen. Ich wiederhole, sein Lied ist nicht in Deutschland unter die hiesigen Gesetzen veröffentlicht worden. Also hat die deutsche Justiz hier nichts zu sagen. Zweitens beschreibt Bushido im Text die Abenteuer und das Gefühlsleben eines gewissen Assi, der Chauffeur ist. Genauso wie in einem Buch oder Hollywood-Film. Da, wo eigentlich mit Gewalt gehetzt wird gegen Muslimen jetzt, in den aktuellen Kriegsgebieten. Aber dagegen machen eben diese Kriegstreiber im Bundestag ja nichts. Die schicken bekanntlicherweise eher die Bundeswehr los auf wehrlosen Kinder in Afghanistan. Und sie sind diejenigen, die in Wahrheit zur Gewalt aufrufen. Der Bushido macht es nirgendwo in seinem Text. Hier sieht man die Opfer von Urangeschosse. Was auch in Bosnien passiert ist, wo die Luftwaffe darum geballert hat. Der Hauptfigur Assi in seinem Lied ist wahrscheinlich Tony der Assi, einen anderen Rapper oder ein jüdischer Gelehrter aus der Zeit der Amoräer in Babylon. Der hieß auch Assi. Man kann hier mal wieder feststellen, wie falsch diesen kriegslustigen Politiker die Wahrheit verdrehen. Etwas, was sie ja jeden Tag gewöhnt sind zu machen. Hier sehen wir dann noch weitere Babys und Opfer der Uranmunition, Depleted Uranium auf Englisch, wo die Deutschen mit ihrem Army-Kumpel und NATO-Kumpel sich strafbar gemacht haben. Und das wird noch tausende Jahre so fortdauern. Das hier sind alles die Folgen dieser kriegslustigen Politiker, die ja nichts anderes zu tun haben, sich wichtig zu machen, die Wahrheit zu verdrehen und irgendwelche Rapper zu verklagen. Aber hiergegen tun sie nichts. Absolut nichts. Ne? Absolut nichts. Eine Schande. Aber das Kind hier, oh Mann. Bushido ist eben ein richtiger Mann, der auf seine Art als Künstler gegen den ganzen Sittenzerfall agiert. Provozieren ist eben das, was Künstler tun, per Definition. Aber alle haben Angst, weil die Demokratie entartet ist und eine Macht geworden ist, wo eine Mehrheit die Rechte des Individuums vergewaltigt. Oder ist es sogar eine Minderheit auf allen Schlüsselpositionen, die ein ganzes Volk einen Maulkorb auferlegt. Der Bushido hat den Bambi-Preis bekommen, weil Bambi ein Symbol des Kindes ist. Und Bushido will das kleine Bambi schützen vor dem totalen Sittenzerfall. Und all diese sexuell Entarteten auf Schlüsselpositionen, die uns gesunde Familien die Gesetze vorschreiben, wo jeder denkbare Perversität legal gemacht wird, ohne dass jemand unsere Kinder den Schutz der Kinder ins Gesetz verankert und das kleine Bambi nur freiwillig für jede denkliche sexuelle Ausrichtung gemacht wird von diesen Kriegstreiber mit undenkbaren, perversen Fantasien, die wir uns etwa alle eigen machen sollen, nach Vorliebe der Behörden, Politiker, Polizei und Medien. Der Bushido ist wie ein gesellschaftliches Thermometer, das aufzeigt, dass hier etwas ordentlich schief läuft. Und es wäre an der Zeit, diese wichtige Funktion zu analysieren, statt den Mann mit Zensurstechniken zu bestrafen, weil er nicht die schlaue Wortwahl eines Politikers hat. Politiker, macht eure Arbeit,
damit nicht die Rapper das tun müssen für euch. Und hier sehen wir ein Video dieses Jahres 2013, was freigegeben ist ab 12 Jahre für unser nichtsvermutende kleine Bambis und nichtsvermutende Eltern, die das 12 Jahre Logo vertrauen. Und wo nach nur 10 Minuten zwei nackte Homos im Bett zu sehen sind, die sich küssen und ran an die Sache gehen. Ja, die Gewalt hat viele Gesichter. Und das hier ist Gewalt an unseren Kindern und ihrer Gesundheit. Oder möchten Sie etwa, dass Ihr 12-jähriges Kind, das noch mit einem Teddybär schläft, hier den Teddybär mit etwas anderes ersetzt? Der Film heißt Cloud Atlas. Naja, das heißt Wolke. Das ist ja alles verschleiert hinter einer Wolke, würde man sagen. Ne? Und hier sehen wir das. 12 Jahre. Also meine Kinder werden das nicht sehen. Und hier noch einen anderen Film aus 2013, Flight, mit Denzel Washington. Auch freigegeben ab 12 Jahre. Wo unseren 12-Jährigen mehrmals gezeigt wird, wie man Kokain-Drogen zu sich nimmt und wie gelehrt wird, wie die Droge Kokain ein gutes Heilmittel gegen einen Kater nach schwerem Alkoholmissbrauch zu gebrauchen sei. Und hopp, man sei sofort wieder frisch und munter, voller Energie und kann die Welt retten. Ja, das zeigen sie unsere Kinder. Da, 12 Jahre. Naja, die Gewalt hat sehr viele Gesichter. Es ist nicht nur immer wieder die männliche, physische Gewalt und so weiter, um uns Männer zu Schäfer zu verwandeln. Ne? Aber diese Gewalt ist noch viel, viel schlimmer. Ja, pass auf, es kommt noch schlimmer. Auf der Berliner Premiere des Filmes Cloud Atlas, ja, hinter den Wolken, was da alles läuft, ne, Cloud, sehen wir hier der deutsche Regisseur des Filmes, Tom Tykwer, verschwörerisch zusammenstehen mit dem Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit. Das hier ist eine Verschwörung gegen unsere Kinder. Also bring sie runter, Bushido, und klag sie an wegen Verschwörung gegen unsere Kinder. Die Gewalt hat unendlich viele Gesichter, wovon alle erlaubt sind, statt einer. Die männliche, körperliche Reaktion, meist aus Notwehr. Eine Frau steht allerhand von straffreier Gewalt zur Verfügung und die meisten machen auch täglich davon Gebrauch. Psychische Gewalt, kollektive Gewalt, Gewalt hinter den Rücken, die Gewalt der inszenierten Lüge, die Gewalt nach Laune, die Staatsmacht zu delegieren. Na, Wowereit und Roth, die Gewalt in die Kinder wegzunehmen, zielbewusste Vorbereitung des Mobbings. Alle möglichen Arten von hysterischen oder rein berechneten Provokation und so weiter und so weiter. So schleicht die große Gewalt durch den Hintertür rein. Als Mann musst du dich sogar von Schwulen anmachen lassen, weil die auch schon so langsam mitbekommen haben, dass da sowieso keine artgerechte Widerhandlung mehr kommen wird. Sie weiß, sie bekommt immer recht. Es ist dann auch die Gesellschaft, die Justiz, die Polizei und so weiter. Alles weiblich. Noch weiter gefördert, weil bewussterweise das Symbol des Mannes traditionell dargestellt wird durch den Jesus auf dem Kreuz. Das ist nichts anderes als das Symbol des Mannes. Er kann nicht wegrennen, weil ihm die Beine festgenagelt sind. Er kann sie nicht wehren, weil ihm die Hände festgenagelt sind. Er kann nur noch den Kopf wegen, schütteln und sagen, ja Schatz,
Nein, Schatz. Oder ja, Herr Präsident. Nein, Herr Richter. Bitte, Bushido, mach einen Song oder einen Rap aus diesem Text und besuch mich. Da finden wir schon etwas raus, mein Freund. In Verbindung zu den Machtzentren und die geschlechtliche Ausrichtung der agierenden Teilnehmer wäre es noch wichtig zu wissen, wie Hitler ein Gemälde seines großen Vorbilds Kaiser Friedrich der Große in jedem seiner Büros und sogar dem Führerbunker hatte. Der Kaiser wurde der schwule Fritz genannt vom Volk, genauso wie Bushido das hier tut. Ah, hier können wir den ganzen Artikel lesen. Einfach Pause drücken. Da können wir das nochmal lesen. Ne? Tolle Jungs, ne? Da hängt er da. Und wir wissen alles, was draus geworden ist. Adolf hat man ja auch bekanntlicherweise nie intim mit einer Frau gesehen. Tja, da hängt der schwule Fritz da. Und der schwule Fritz war Hochgrad Freimaurer und verabscheute weibliche Nähe und hatte eine Vorliebe für junge Soldaten, die er nach getane Bettdienste am Front verheizte. Und so groß war sein Hass auf normale, gesunde Menschen, dass er sie alle als Kanonenfutter in seinen endlosen Kriegen verheizte. Und das war das große Vorbild von Adolf, der auch genau das Gleiche gemacht hat. Hm? Also vielleicht ist Bushidos Angst vor solchen Leuten in Machtspositionen nicht unberechtigt. Vor allem, wenn man sieht, was deutsche Soldaten an Kriegsverbrechen in Afghanistan begehen. Nie wieder Krieg. Hä? Also glaub sie nicht. Diese Politiker und Freimaurer. Also hier ein Bild vom Schloss Hohenzollern, wo der schwule Fritz oder Friedrich der Große, der Kaiser, vergraben liegt auf dem Moment. Ne? Viel Nebel, so wie der Film The Cloud Atlas. Ne? So alles im Nebel, das Ganze. Und ja, man merkt es schon an den Namen, ne? Schloss Hohenzollern. Die haben eine sehr hohe Zoll, haben sie gefragt. Also die haben sehr viel gefragt und die haben buchstäblich auf uns parasitiert, was sie dann auch noch immer machen. Und man sieht es auch, wie die Nazis da, wie die Heuschrecken über das weiße Europa hergefallen sind und alles Mögliche da geraubt haben. Hiermit sind wir denn beim Grund angekommen, warum die Nazis den Reichstag in der Nacht vom 27. auf 28. Februar 1933 abgefackelt haben. Der Grund ist den schwulen Fritz und großes Vorbild des Diktators, der selber nie intim mit einer Frau gesehen wurde. Hitler wurde am 30. Januar 1933 zum Kanzler vereidigt. Aber das war noch nicht alles. Er sollte noch am 21. März 1933 offiziell eingeweiht werden von Hindenburg im Deutschen Reichstag. Aber damit war der deutsche Adel und Pharaonen nicht mit einverstanden. Die wollten ihn nicht am Symbol des deutschen Volkes und der Demokratie einweihen. Nein, sie wollten ihn unter dem Symboltracht des Adels mit vielen Pharaonenzeichen wie Obelisken einweihen. Da, wo das Ballungszentrum dieser Pharaon in Potsdam neben Berlin ist. Also hier vor der Nikolaikirche in der Nähe der Garnisonskirche, es wimmert vom Obelisten. Da haben wir schon hier. Und da hat der Adolf da hier, der von Hindenburg, den Hand geschüttelt.
Es war alles ein Pharaonenritual. Alles. Ein satanistisches Ritual. Und hier der Obelisk vor der Nikolaikirche, damit Freimaurerdreieck. Genau da, wo Hitler 1933 nach 3 Wochen nach der Reichstagbrand von Hindenburg den Hand schüttelte. Ne? Es ist voll mit Obelisken da und Pyramiden und Adlige. Also hier die Garnisonskirche vom Tag des von Potsdam. Obelisken, also voll mit Hieroglyphen, damit der deutsche Adler da drauf und so. Ja, na wunderbar, ne? Ja, darum musste die Reichstag abbrennen. Und um das zu ermöglichen, musste den Reichstag ganz weg. Hitler sollte die Macht des deutschen Pharaonenadels symbolisieren, mit vielen Obelisken das Symbol der pharaonischen Domination. Da sehen wir es nochmal, da. Das ist jetzt, ne? Da, in Berlin, in Potsdam, da ist noch ein Auto, alles vorhanden, teilweise. Also hier ist die Silbermünze vom 21. März 1933, der Tag von Potsdam. Hier ist die Garnisonskirche mit Pharaonen-Freimaurer-Dreieck da drauf, mit Hakenkreuze. Ne? Das hier hat vor einigen Wochen ein sächsischer Kamerad geschenkt. Noch mehr Hakenkreuze, 5 Reichsmark. Deutsches Reich. Und wenn man diese Adler umdreht, ne, ist hier ist der Fleur de Lis da unten am Schwanz da. Ja. Und hier steht da die komische Drachen oder so da. Hier steht Gemeinnutz geht, so mit dieser typische Nazi-Buchstaben geht vor Eigennutz, ne? So wie etwas wie Arbeit macht frei, ne? Das ist so Schlagwörter, ja. Und das ist sehr wichtig, war das für die Adliger und die Nazis, so wie ich das erklärt habe. Hier Napoleon bei dem Grab vom schwulen Fritz und schau mal den Freimaurer Schachbrettmuster auf dem Boden an. Gerade neben Schloss Sans Souci, was auf Französisch Schloss ohne Sorgen heißt, sowie Sie sind frei, wir Ihre Maurer. Auch Napoleon, der Pyramidenbauer, war am Grab des Hochgrad-Freimaurers. Und großes Vorbild der Nazis, nämlich der schwule Fritz, Friedrich der Große, Hochgrad-Freimaurer. Großes Vorbild der Nazis. Da ist er dann, Friedrich der Große. Immer mit dem Oktogonzeichen, das ist die Geheimcode der Templer, aus denen die Freimaurer gekommen sind. Und die Idee und auch die Geheimcode der Schweiz. Siehe meine englische Filme und meine anderen Filme, sowie Oktogon, das Reich der Finsternis. Ja. Der Kaiser verabscheute die Deutsche, sprach immer Französisch und konnte wahrscheinlich nicht mal Deutsch sprechen. Die Zeit wurde knapp, um eine Lösung zu finden. Hitler, der Agent des Adels, nicht am Symbol des deutschen Volkes einzuweihen. Und nur 3 Wochen vor dem 21. März wurde dann der Reichstag vernichtet. Warum den 21. März? Weil am 21. März 1871 der allererste deutsche Reichstag des deutschen Kaiserreiches stattfand. Darum heißt es auch Reichstag.
Es hat nichts mit den Deutschen zu tun. Die Pharaonen sind nie verschwunden. Siehe die Pharaonenshow. Sie wurden die Aristokratie des Adels und alte Weltordnung. Und die Aristokratie regiert heute versteckt in Freimaurerlogen. Darum treffen sich Freimaurer so oft in Schlösser mit Schwerter und alte Gebräuche. Ich erkläre das in meinen englischen Filmen. Darum kamen die Nazis mit dem Wort Arier. Und damit meinten sie nicht die weiße Rasse mit blondem Haar und blauen Augen, aber die Pharaonenmitglieder der Aristokratie, genauso wie Arier, was alte pharaonische Begriffe sind und A auf Demotisch schwanger heißt und Ri die Sonne, schwanger aus der Sonne also. Oder sie kamen vom Himmel, sie sind nicht vom hier. Und darum zerstören sie wohl unseren Planeten und propagieren den totalen moralischen und sittlichen Zerfall mit ihren Mitgliedern, mit perversen, unnatürlichen, geschlechtlichen Ausrichtungen auf allen Schlüsselpositionen. Also ein Arier ist nichts anderes als ein Mitglied der Aristokratie, der Pharaon, wozu auch Hitler gehörte und seine ganzen Clique. Denk mal an Göring, der eine schwedische Adlige mit Schloss zur Frau hatte. Oder der Rudolf Hess, der zu seinem adligen Freund in Schottland flüchtete. Der Hess, der flüchtete zu seinem adligen Freund Hamilton. Ja, der ihn natürlich verratete. Und bis zu seinem Lebensende haben sie ihn dann mundtot gemacht. Da hat es nicht verstanden. Ja, und dann auch noch da diesen Himmler mit seinen Wewelsburg und all die anderen SS-Schlösser. Es ist alles Schlösser, Adel und Nazis. Das sind die Nazi-Templer. Aus der Schweiz finanziert worden. Vom General Ulrich Wille. Naja, das wäre zu viel, um das alles hier zu sagen. Hier noch mehr Pyramidengräber von diesen Pharaonenadligen, die Aristokratie oder Arier. Pyramidengrab in Rapa, Deutschland, auch wieder Adligen, sind alles Pharaonen. Noch mehr deutsche adlige Pharaonen. Noch mehr adlige Pharaonen. Hier die Pyramide des Neffen des schwulen Fritzes. Liegt wohl in der Familie. Hä? Alles Pharaonen. So wie der Hitler. Genau darum hat Adolf und die SS, was ISIS heißt, mit dem Skull and Bones darunter. Alle völkischen Führer der NSDAP in der Nacht der langen Messe in 1934 umbringen lassen, um sie alle mit Adligen zu ersetzen, mit von so und so vor der Name. Und so wurde eine Arbeiterbewegung aus dem Volke zu einer sehr elitären Club gegen das deutsche Volk, um den Kommunismus zu bekämpfen, weil eben der Kommunismus den ganzen russischen Adel beseitigen wollte, wegen der Ausbeutung und Hungertod des russischen Volkes. Darum, liebe kleine deutsche Frustrierte, möchte gern Nazis, macht bitte die Augen auf und weist, wie die Nazis Millionen von Bomben auf Millionen von weißen europäischen Kinderzimmer geworfen haben und alles andere als die Schützer der weißen Rasse sind und wie eine Heuschreckenplage allplündernd, raubend und mordend über das weiße Europa hergefallen sind. Pass auf vor die große adlige Pharaonen-Nazis. Schaut meine Filme Pharistocracy, Octagon, The Empire of Darkness und Octagon, Das Reich der Finsternis. Und natürlich The Pharaoh Show, die Pharaonen-Show.
Und hier Adolf Hitler 1923 in der Schweiz, wo die Schweizer Nazi-Templer den Adolf finanziert haben. Und die haben ihm auch alle Befehle gegeben, den ganzen Krieg hindurch. Darum hat Adolf die Engländer laufen lassen bei Dünkirchen. Und darum hat er niemals zu seinen Generalen gehört. Die Schweizer haben alle Befehle gegeben. Der kam nach diesem Tag, kam er in München mit Sacker voll mit Dollar und Schweizer Franken. Und darum hat auch Friedrich der Große das Zeichen Oktogon. Das ist das Templerzeichen, so wie das Geheimcode für die Schweiz ist, die jetzt mit ihren Banken die deutsche Wirtschaft leer rauben. Dadurch, dass die alle reichsten Menschen in Deutschland anziehen in ein Steuerparadies, die bezahlen keine Steuer mehr in Deutschland, aber Steuern müssen bezahlt werden und alles kommt auf den Buckel der Armen und die Armen werden immer ärmer und die Reichen werden immer reicher. Das macht die Schweiz, Oktogon, das Reich der Templer.